Was geht ab, YouTube? TechTix ist wieder back am Start. Und zwar gibt es heute wieder eine Folge Real Talk. Kurz bevor ich das noch, bevor ich mit dem Video anfange, im Hintergrund seht ihr auf jeden Fall ein Gameplay von CSGO, also Counter-Strike Global Offensive. Und einen Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das Spiel wurde mir nämlich gesponsert von GamesPlanet.com. Deswegen auch unten im Video der Banner, weil ich einfach Dankeschön sagen möchte, weil ich es einfach extrem cool finde, dass sie mir das gesponsert haben. Und ja, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Und zwar geht es darum, warum ich so selten jetzt Videos hochlade in letzter Zeit. Ich habe das Let's Play mit dem lieben MGMOS mit noch aktiv. Aber ich finde, da finde ich, also ich kriege einfach zu wenig Aufmerksamkeit auf diese Videos, finde ich. Viel zu wenige Leute schauen sich das an, meiner Meinung nach. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich weiß nicht, warum ihr das nicht angucken möchtet, ob es euch zu langweilig ist. Schreibt mir mal in die Kommentare, mit wem ich sonst noch aufnehmen soll. Mit zwei Leuten ist es ein bisschen langweilig, verstehe ich. Aber vielleicht habt ihr Beispiele mit anderen YouTubern, vielleicht auch kleinere YouTuber. Vielleicht, ja, mit denen man halt zusammenarbeiten kann. Einen habe ich schon wieder neu, der noch dazukommt. Und ansonsten schreibt mir mal in die Kommentare, was ich sonst noch für Videos bringen soll, weil jetzt nur Real Talk, ich weiß, ich habe nicht immer Stories zu erzählen, dann schreibt mir mal unten Themen in die Kommentare, die ich dann behandeln kann, wo ich dann mein, wo ich drüber labern kann. Und ansonsten, ja, was kann ich noch sagen? Ich habe halt wenige Videos hochgeladen, es gibt auch zurzeit gar keinen Glitch für GTA. Ich weiß nicht, für die Next Gen gibt es immer Glitches, aber die werden immer und immer wiederholt. Und ich verstehe das einfach nicht, keine Ahnung, ich bin jetzt kein Typ, der das feiert. Ich habe ein Video zweimal hochgeladen und das habt ihr auch gemerkt. Wisst ihr, ich mache kein Geheimnis draus. Aber ihr meintet ja auch, dass ich das nicht nochmal machen soll, nicht wiederholen soll. Aber was soll ich machen, Leute? Was würdet ihr denn in meiner Lage machen, wenn es einfach keinen Glitch gibt? Was soll ich dann hochladen? Ich bin einfach, keine Ahnung, ich habe ein Let's Play von Infamous angefangen. Aber ich weiß nicht, wenn sich das dann nur 50 Leute anschauen bei 3.800 Abonnenten. Ja, dann, keine Ahnung, dann denke ich mir auch so, ja, das ergibt gar keinen Sinn, lass das mal lieber, weil das guckt sich irgendwie fast keiner an. Und das ist einfach extrem schade, weil egal, was ich anderes mache, ihr möchtet dass euch das nicht anschauen oder euch gefällt es nicht, ich weiß es ja nicht. Also, was fehlt euch denn? Also, was würdet ihr am liebsten auf meinem Kanal sehen? Ich weiß nicht, weil immer auf Dauer GTA, ihr müsst euch so vorstellen, irgendwann ist GTA zu Ende, dann muss ich irgendwas Neues machen. Und wenn sich das dann nur 50 Leute anschaut, dann ist es echt extrem schade für diese ganze Arbeit. Und schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, weil ich habe richtig Bock, Videos zu machen. Und ja, aber wenn ich irgendwie fast kein Feedback bekomme oder ihr euch das nicht anschaut, dann ist es schon ein bisschen schade, dann geht auch ein bisschen der Spaß dran weg, dann geht der Spaß dran verloren, wenn ich ein Video aufnehme, was irgendwie 15 Minuten dauert, wo ich das Ding anderthalb Stunden bearbeiten muss, weil ich so einen scheiß PC habe und sich das dann nur 50 Leute anschauen, das ist echt schade. Und bei einem 3-Minuten-Video, bei einem Glitch gucken sich das irgendwie 1000 Leute an, na ja, dann vergeht mir ein bisschen der Spaß oder die Laune. Aber na, was soll's. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ich ansonsten machen soll oder was ich für Real Talk-Themen behandeln soll. Und lasst auf jeden Fall ein Like da, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten schreibt es mir alles in die Kommentare. Schaut auf jeden Fall bei GamesPlanet.com vorbei, die haben echt gerade richtig gute Angebote. Und ich kriege jetzt dafür kein Geld, dass ich das sage, nein. Aber die haben wirklich gute Angebote zurzeit. Und ja, ansonsten war es das für dieses Video. Da sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.